Hallo zusammen, ich habe uns heute eine sehr interessante Partie mitgebracht. Skat-Rätsel Nummer 88, Verfluchtes Ausspiel von Ingmar Berger. Eine wirklich harte Nuss, vielleicht sogar das schwerste Rätsel des letzten Jahres. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Inge die Partie eingereicht hat und schrieb: Daniel, schau dir mal die Hand des Alleinspielers an. Der hat im Prinzip so ein schlechtes Spiel. Und obwohl jetzt alle Piken auf einer Hand dagegen sitzen, hatten wir keine Chance, das Spiel zu schlagen. Und vor allen Dingen auch in der nachträglichen Analyse mit offenen Karten finde ich keinen Siegweg für uns. Aber da muss doch irgendwas gehen. Ja, und da habe ich mir die Partie angeschaut und habe gedacht, wow, ja, das nenne ich wirklich mal kompliziert. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man graue Haare bekommt. Und insofern gleich mal das Statement mit nur teilweise bekannten Informationen. Also am echten Skattisch wird das Spiel fast nie zu schlagen sein. Aber mit bekannten Informationen, da gibt es dann doch den einen oder anderen Siegweg. Und diesen so rauszuknobeln, das ist letztlich hier, was den Spaß an diesem Rätsel ausmacht. Braucht ihr euch also gar nicht ärgern und auch nicht wundern, wenn ihr das nicht in den ersten 5 oder 10 Anläufen gelöst habt. Das hat fast keiner und es gibt da so viele Wege, die auch plausibel sind und so eine Kombinatorik, dass ich das ganze Ding jetzt hier auch mal direkt in der App geöffnet habe. Da können wir wenigstens uns einige Wege mal plausibel anschauen. Also, wir schauen in die Karte von Vorhand und ich habe das Rätsel hier noch nicht gestartet, damit auch das Blatt von Mittelhand noch nicht sofort aufklappt. Hinterhand bekommt es für 18 und tauft gleich Herz und wir müssen jetzt natürlich eine Karte eröffnen und das ist ja die erste Frage in die Runde. Was ist eigentlich eine plausible Eröffnung? Wir haben kein Stück Pik, wir haben 3 Trumpf in Herz. Ja, und ich würde einfach mal sagen, sowohl Kreuz als auch Karo kann ich mir in der Eröffnung vorstellen. Karo Ass vielleicht mal gerade nicht, wo wir eine Farbe frei haben und das unser einziger Voller ist. Also Karo unter durch, aber auch Kreuz 7 halte ich für plausibel. So, nun starten wir mal hier doch das Rätsel, denn dann können wir hier auch loslegen und sehen auch das Blatt von Mittelhand. Also es ist hier nur ein Fünftrümpfer und er hat tatsächlich diese Pik 10 in der Hand und mit verdeckten Karten würde ich eben sagen, Karo 7 wäre ein ganz plausibles Ausspiel, denn wir versuchen natürlich erstmal intuitiv das Spiel in die Mitte zu bringen, um dann mit unseren 3 Trümpfen in Pik irgendwas wegzubeißen. Und das ist hier an sich die erste interessante Erkenntnis. Auf diesem Weg wird es nicht funktionieren, selbst wenn unser Partner jetzt auf die Idee kommt, eben irgendwie mit Pik fortzusetzen. Dann können wir hier zwar am Anfang mal das Karo Ass loswerden, wir können jetzt hier auch Pik 10 stechen. Wir können sogar jetzt ganz locker den Alleinspieler in sein inzwischen blank gestelltes Kreuz Ass einspielen. Und letztlich haben wir hier sogar noch einen weiteren Stich auf Pik und jetzt sogar noch einen möglichen Überstich. Aber wir verrecken einfach dann doch kurz vor 60 und jetzt gibt es auch nichts mehr, denn der Alleinspieler hat eben mit 14 Augen in Karo doch ganz überzeugend gedrückt. Ja, und so sieht also schon mal eine Möglichkeit aus, ein ganz plausibler Verlauf, den man so überprüfen kann. Und dann wird man eben feststellen, nee, so funktioniert es nicht. Und eine andere Variante, die wir vielleicht uns auch gleich mal anschauen können, ist sicher die Eröffnung mit Kreuz. Auch das möglich. Ja, wenn wir mit Kreuz König starten, was ich schon eher für fragwürdig halte, dann schützen wir hier zwar die Kreuz 10, aber der Alleinspieler schnippelt trotzdem und wird jetzt mit 61 gewinnen. Könnt ihr euch in der App vielleicht komplett nochmal anschauen? Wir nehmen hier mal die Züge zurück. Plausibler wäre die Kreuz 7 und dann das Steigen hier mit der 10, aber dann schnappt sich der Spieler die 21, profitiert auch von dem günstigen Trumpfgleichstand und wird auch auf 64 kommen. Also auch diesen Weg gehen wir jetzt mal nicht bis ganz zum Ende, dann bin ich hier in der Stunde noch beschäftigt. Die erste und vielleicht ein Stück weit überraschende Erkenntnis ist tatsächlich, das Spiel ist nur mit einer einzigen Aufschlagkarte zu lösen und das ist die Karo 9. Das Geheimnis ist, dass wir mit diesem Stich am Blatt am Stich bleiben und dass der Alleinspieler eben auch nicht eine richtig überzeugende Abwurfkarte hat. Kreuz Dame ist noch das Beste, was er machen kann. Damit stellt er sich das Kreuz Ass blank und jetzt gewinnen wir eben deswegen, weil wir von hier noch Karo weiterbringen können und dann die Trümpfe trennen können. Also der ideale Weg, der auf sogar 62 Augen führt,
ist jetzt das Karo Ass rauszubringen und das Ganze mit dem Pik Buben vorzustechen. Ja, und am echten Tisch würde der menschliche Spieler wohl auch mit dem Kreuz Buben rübergehen. Andererseits gefährdet er damit wieder seine Trumpfvollen und die Analysefunktion der App bringt also raus, die beste Fortsetzung des Spielers ist es tatsächlich hier, die Pik Lusche fallen zu lassen. Jetzt dürfen wir uns aber hier nicht in der falschen Sicherheit wiegen, dass Pik etwa ein gutes Nachspiel ist. Erstmal Pik Ass und danach Pik 10 abstechen. Nein, wir müssen den Alleinspieler jetzt in sein blank gestelltes Kreuz Ass einschieben, haben die Trümpfe schon so ein bisschen auseinandergebracht, müssen damit aber noch fortsetzen. Uns hier also in diesen Stich auch wieder reindrängeln, damit wir letztlich jetzt nochmal Karo bringen können und auch die Trumpf 7 verloren oder verstochen wird. Allerdings, kleine Feinheit, Karo Dame ist schon wieder unsere Niederlage. Diese drei Augen fehlen uns am Ende. Nur Karo Lusche, Herz Lusche hält uns auf dem Weg. Ja, und jetzt ist es dann natürlich doch mal Zeit für das Pik Ass, denn inzwischen steht die 10 ja blank. Wir können dann hier erstmal den Kreuz König legen, Pik nachsetzen und gewinnen zum Beispiel auf diesem Wege mit 61. Können aber auch noch einmal abwarten und ich meine, das war jetzt der Weg, um auf die höchste Punktzahl, auf die 62 Augen zu kommen, denn so bekommen wir sogar noch den Trumpf König mit. Ja, so sieht also die Lösung aus. Und ich kann mir ja schon vorstellen, das Geraune, wenn man da schon 10, 20, 30 Versuche auf der Uhr hat, kurz vorm Verzweifeln. Deswegen wollte ich euch auch auf diesem Weg einmal zeigen, was ihr machen könnt, um der Sache selber im Zweifel mal Herr zu werden. Es gibt ja die Analysefunktion und die könnt ihr sogar aus dem Spielverlauf direkt erreichen, Spiel analysieren, dann wird die Karte auch direkt übertragen in diesen Analysemodus und der ist einfach für solche Partien zum Beispiel Gold wert, auch sonst einfach ein klasse Werkzeug. Ja, die Karten sind komplett verteilt und jetzt geht das Reizen los. Ihr könnt also für den Spieler links erstmal sehen. Bei Kenntnis der Karten aller Spieler gewinnst du 0. Also er könnte hier 23 reizen, ist natürlich aber nur aufgrund der Findung plausibel. Tatsächlich wird er sicher mit der Karte passen. Hinterhand wird wohl einfach mal reizen, bekommt das Spiel gegen uns für 18, nimmt jetzt den Skat auf, findet Pik 7 und 8. Jetzt darf er einmal drücken und er hat es ja relativ treu doof auch gemacht, ne? 14 Augen Karo. Beim nächsten Mal, wo du so eine Flocke hast, drückst du vielleicht auch mal Karo 10 und Kreuz Dame und dann ist auch der Aufschlag mit der Karo Lusche schon wieder ein Rohrkrepierer. Aber in dem Fall hat der Spieler tatsächlich mal 14 Augen Karo gedrückt, nach dem Motto, wird schon irgendwie schief gehen, hat jetzt mit dieser Hand hier sein Herzspiel annonciert. Und da kann man eben dann auch mal sehen, wie schlechte Spiele manchmal einfach aufgrund der entsprechenden Verteilung schon auf Gewinn stehen. So, und jetzt kommt die Analyse und da wird es eben interessant. Bei aufgedeckten Karten gewinnt ihr das Gegenspiel mit 62 Augen. Optimale Karte ist Karo 9. Mit jeder anderen Karte sammelt ihr weniger Punkte ein. Ja, und wenn wir eben so ein paar von diesen anderen Karten mal probieren, zum Beispiel eben Karo 7, dann sehen wir sofort, ja, jetzt verlieren wir mit 59 und das ist natürlich reine Mathematik. Engine rechnet alle Kombinationen durch. Das ist nichts, was man nur ansatzweise von einem Menschen irgendwie erwarten kann, dass er das durchschaut. Also mein Talent reicht da bei weitem nicht. Wir nehmen jetzt hier mal den Stich entsprechend zurück, beziehungsweise wir können natürlich auch noch mal ein paar Züge hier spielen. Auf dieser Linie Karo 7, Karo 8 und dann wird die Engine hier die Kreuz Dame abschmeißen. Und jetzt haben wir hier schon verschiedene Fortsetzungen, unter anderem auch die Trumpf 7, aber auch jede Form von Pik, die uns hier nur auf 59 bringen, Karo Ass oder Kreuz König. Und dann haben wir das ja schon gesehen, beziehungsweise wir können es ja einmal zu Ende spielen, denn wir sind vorhin, glaube ich, nur auf 50 Augen gekommen. Also ein Stich mit Trumpf Lusche oder einem Buben ist ganz egal. Stechen wir mal mit der Lusche, Kreuz 7, Kreuz 8, Einschub ins Ass. Was macht die Engine jetzt? Herz 8 oder Herz König? Spielt sie mal die Herz Lusche, Karo Bube, Herz Dame unterbleiben und vermutlich dann jetzt doch noch wieder die Trümpfe trennen? Nein, doch Karo 9 ist eine Option. Karo 9
mit Kreuz 10. So oder so, es wird jetzt die Kreuz 10 ins Feld geschickt, beziehungsweise das sollten wir tun, um auf die 59 wenigstens zu kommen. Ja, und jetzt auch für den Alleinspieler natürlich schwer. In dieser Situation gewinnt er jetzt nur mit dem Unterzug Herz König, Herz Bube, Pik Bube, Pik Dame, Pik 8, Kreuz König. Und da haben wir unsere 59. Also, so rum ging es nicht. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht alle weiteren Wege durchprobieren. Ich wollte es euch gerade mal zeigen, wie ihr das hier machen könnt, wie ihr das in die Analyse übernehmen könnt. Ihr könnt übrigens auch eure eigenen Hände hier eingeben, interessante Partien, die ihr gespielt habt. Also ein ganz, ganz feines Tool und das ergänzt das Rätselforum, finde ich wunderbar. Damit arbeite ich auch übrigens, überprüfe die Rätsel auf Korrektheit, damit ihr mir nicht irgendwas nachweisen könnt, damit ich nicht irgendwelche fehlerhaften Rätsel hier für euch produziere. Ja, dann sind wir für den Moment damit durch. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Jan-Christoph Müglich, bei Jörg Zipper, bei Pinky und Brain, Richard Sowa und Roland Dübon für eine Unterstützung meines Kanals. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dann habe ich mit Carsten Volz noch einen neuen Patreon gewinnen können. Auch dafür herzlichen Dank. Ganz toll. So macht mir die Arbeit hier am Skat richtig Spaß. Wir sehen uns bald mit weiteren Videos und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.